Ja, und jetzt starte ich meine Umfrage, ihr Lieben. Meine Haare nerven mich wieder übelst, aber das ist ja normal bei mir, ihr wisst Bescheid. Also, die Umfrage ist: Wer muss bei Filmen auch weinen? Männer wie Frauen. Seid ruhig ehrlich. Story machen möchte und überall Leute rumlaufen und man sich so denkt, oh Mann, wann kann ich denn jetzt mal eine Story machen? Ey Leute, ich bin so platt und fertig und kaputt und oh Gott, ich bin so froh, wenn ich zu Hause bin. Ich muss noch mal Aldi was einkaufen, ich habe so keinen Bock. Es wird Zeit, dass ich mein Auto saug, Leute. Oh mein Gott, schon die zweite Spinne. So eine kleine, hässliche, eklige. Weiße oder helle, grüne. Wahrscheinlich kommen die von den scheiß Bäumen, wo ich immer drunter parke. Katastrophe, sag ich euch. Vielleicht werde ich etwas kürzer treten, was meine Stories angeht, aber ich muss unbedingt echt mein Auto saugen. Mann, das regt mich so auf. Es ist schon so lange nicht mehr gesaugt worden und vor mir ist ein SB Waschmax. Morgen. Morgen werde ich mein Auto saugen. Ihr wüsstet, wie mein Auto aussieht. Wirklich schlimm sieht es aus, Mann. Die Fußmatten sind mega dreckig. Und ja, ich beschreibe euch lieber nicht, wie es aussieht. Es sieht einfach nur scheiße aus. Es ist einfach nur mega dreckig. Vielleicht mache ich später noch eine Story, mal schauen, ihr Lieben. Ich muss jetzt echt rein in Aldi und ein bisschen was einkaufen. Ich habe absolut gar keinen Bock. Ich wiederhole mich, aber nach Jenny echt gerecht gehe ich heute mal schlafen. Also früher, so nach um 10. Ich versuche mal früher schlafen zu gehen. Ob ich das schaffe, keine Ahnung. Und es ist echt frisch geworden, obwohl wir Frühling haben. Aber man vergisst, dass wir noch keinen Sommer haben und somit Jacken, ja, dass man die mitnehmen muss. Ich habe vorhin echt gefroren. Bevor ich noch mehr in Scheiße laber, gehe ich jetzt rein in den Aldi, wie gesagt. Ihr Lieben, ich melde mich eventuell später. Heute kommt Jenny echt gerecht, wie gesagt. Das schaue ich mir an und ich schaue, dass ich danach schlafen gehe. Leute, Insta ist nicht das Leben. Das Leben ist Arbeit. Auch nicht. Ich sollte die Stories einfach früher machen, wenn ich Stories mache. Gestern habe ich deswegen gar keine gemacht. Ich war so fertig und so platt und am Arsch und müde und bin so früh eingepennt auf dem Sofa und um 3 wieder aufgewacht und dann bin ich mal ins Bett schlafen gegangen. Ich sollte mehr an meinen Schlaf denken. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Abend, falls ich mich heute nicht mehr melden sollte. Vielleicht melde ich mich später vor Jenny echt gerecht. Mal gucken. Ich habe so keinen Bock. Mag nicht mal für mich einkaufen gehen, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao. Yay, ich habe es geschafft. Ich habe meinen Schweinehund besiegt. Ich war jetzt im Aldi drin und war einkaufen. Und ich fahre jetzt nach Hause und ich bin happy. Und ich habe über 50 Euro bin ich losgeworden und habe wieder so teure Sachen gekauft. Fisch und so. Und jetzt ist mir mega heiß. Ich soll jetzt nach Hause fahren, ihr Lieben. Ich wollte mich nur kurz melden. Ich habe einfach nur eine halbe Stunde gebraucht zum Einkaufen. Ich mache mehr Drama, als es überhaupt nötig ist. Ich bin glücklich, ich bin einkaufen gewesen.